Ja, die Frage der Fragen, welchen Starter nehmen wir? Ich habe überlegt, überlegt und überlegt und bin schlussendlich zu dem Entschluss gekommen, dass wir... Ich heiße euch herzlich willkommen zum zweiten Part von Pokémon Sonne. Im ersten Part haben wir eigentlich ganz gemütlich unsere Reise begonnen, sind jetzt in Lilie angekommen und ja, ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit einer wunderschönen Stadterkundung. Oder halt Ortserkundung, ich weiß nicht, wie groß der Ort ist, aber ich würde sagen, damit fangen wir jetzt erstmal an. Lilie, ein Ort, an dem Pokémon gedankt wird. Also schon mal ein ziemlich schöner Ort. Wir gehen natürlich in jedes Haus, wir reden mit allen, das ist so meine Spielweise. Also wirklich versuchen, alles zu ergattern. Mein ehemals wildes Wuffels hat sich inzwischen komplett an das Leben in einem Haus gewöhnt. Zuzusehen, wie sie mit einer Tochter spielt, zaubert mir immer ein Lächeln ins Gesicht. Na, das ist wunderschön. Mein Wuffels ist ein ganz toller Beschützer. Wenn ich einkaufen gehe, ist es an meiner Seite und wenn ich schlafe, bewacht es meine Tür. Jetzt muss ich mal fragen, wo du schläfst, Kleine. Weil hier gibt's nirgends irgendein Bett oder so. Aber gut. Jedem das Seine. Schon allein durch die Anwesenheit meines Pokémon wird mir ganz warm ums Herz. Wir sind unzertrennlich. Wir essen zusammen, wir baden zusammen, wir verbringen jeden Tag miteinander. Okay. Das hohe Gras ist wie eine Schatztruhe, in der verschiedene Pokémon verborgen sind. Das ist gar nicht mal so schlecht, eine Schatztruhe und man weiß nicht, was drin ist, ne? Und jederzeit kann sie sich öffnen. Wenn ein Wuffel dich mag, reibt es als Zeichen seiner Zuneigung seinen steinernen Fellkragen an dir. Das tut allerdings ein bisschen weh. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Mein kleiner Bruder, mein Pokémon und ich machen uns beim Spielen immer schmutzig. Wir sind eben echte Geschwister. Ich hätte jetzt eher geschätzt, dass das der Vater ist und nicht der Bruder. Aber gut. Wen haben wir denn hier? Lässt man nachts das Fenster offen, hält die Nacht auch immer auch im Zimmer Einzug. Deshalb wird man irgendwann müde. Ach wirklich? Ob Pokémon oder Mensch, wer ordentlich ist, ist danach natürlich auch ordentlich müde. Das ist der rechte Zeitpunkt, ins Bett zu gehen, dann wacht man morgens auch gestärkt auf. Tatsächlich muss ich jetzt hier widersprechen, es ist nämlich absolut nicht gut, mit vollem Magen schlafen zu gehen. Weil... der Magen kann während dem Schlafen nicht gescheit verdauen. Deshalb ist eine Zeit von circa 4 Stunden empfohlen zwischen dem Essen und zwischen dem Schlafen gehen. Was für eine Beziehung wir zu unseren Pokémon pflegen, ist von Mensch zu Mensch verschieden. Für manche sind sie Partner für Pokémon-Kämpfe, während andere mit ihnen als Freunde zusammenleben. Es das heißt, dass die Menschen übers Meer nach Alola gekommen seien. Und die Region in Zusammenarbeit mit Pokémon aufbauten. Ich muss sagen, ich versuche eigentlich jetzt schon seit geraumer Zeit immer einen Abstand von 4 Stunden zwischen meinem Abendessen und dem Schlafengehen zu halten. Weil man muss wissen, man nimmt ziemlich stark zu, wenn man es nicht macht. Mit vollem Magen essen, schlafen zu gehen ist nicht gut. Ey, da ist ja die aus der Cutscene am Anfang. Das kann auch nochmal ganz interessant sein mit der, weil... Ja, das war ein bisschen mysteriös. Was ist nur los mit dir? Warum willst du so dringend zu den Ruinen? Fragt und geht trotzdem hin. Bekommt also keine Antwort und macht es einfach trotzdem. Ja, Gigi. Kann man natürlich mal machen. Boah, der Ort gefällt mir ziemlich gut. Schön übersichtlich. Ist echt eine coole Sache. Hi. Inselkönig Haller ist der stärkste Pokémon-Trainer auf Mele Mele. Aber im Moment ist er nicht da. Vermutlich hilft er irgendwo jemandem im Training. Okay. Vielleicht ist das so eine Trainingsbude. Könnte ich mir vorstellen. Hat das so ein Trainingsschauplatz? Sowas in der Art wahrscheinlich. Pokémon sind wundersame Lebewesen. Man könnte sagen, dass sie aus dem hohen Gras hervorgesprungen kommen, um uns Menschen zu helfen. Kann man so auslegen, wenn man genug Interpretation hineinbringt. Bei schönem Wetter folge ich dem Wind und gehe, wohin er mich führt. Zu den Ruinen des Krieges. Das klingt aber nicht sehr einladend. Mahalo-Bergpfad. Das klingt hingegen schon besser. Oh, der kommt mir bekannt vor. Der war doch in den Ding, ne? In der Demo.
wenn ich mich nicht komplett irre. Ich könnte mir von der Demo übrigens noch das Ash-Quajutsu holen. Mache ich irgendwann mal. Da ist wieder die. Bitte bleib in der Tasche. Was, wenn dich jemand sieht? Also, wie man in der Cutscene am Anfang gesehen hat, sie hatte da ja ein Pokémon drin. Und das bedeutet, sie will nicht, dass das Pokémon rauskommt. Aber warum? Oh, wieder so eine epische Videosequenz. Die sind so gut gemacht. Ja, das kommt trotzdem raus. Das müsste ein Cosmog sein, wenn ich mich nicht irre. Eieiei, das wird jetzt von Habitax angegriffen. Das ist schlecht. Ah, Mann. Genau deshalb hätte es nicht rauskommen sollen. Aber es könnte doch theoretisch stark genug sein, sie zu besiegen. Ich meine, es sind in Anführungszeichen nur Habitax. Aber irgendwie muss man dem doch helfen können, oder? Sie sieht ziemlich besorgt aus. Soll ich fragen, ob alles okay ist oder wer sie ist? Ich frage, ja, direkt zu kommen mit wer bist du ist nicht so geil. Ich frage, ob alles okay ist. Ich brauche deine Hilfe. Wölkchen ist in Gefahr. Okay, die hat dir Cosmog Wölkchen genannt. Wobei es eher so aussieht, als könnte es sich verteidigen. Wobei, nee, ich dachte, es rastet jetzt aus. Diese Habitat greifen Wölkchen an, aber ich habe zu große Höhenangst, um ihm zu helfen. Mir schlottern richtig die Knie. Ja komm, da gehen wir jetzt hin und verjagen die Drecksviecher, ganz einfach. Alter, wenn jetzt die Brücke bricht, ich krieg einen Herzinfarkt, ne? Ja, wahrscheinlich. Jetzt verpisst euch, ihr Viecher. Oh. Okay, wir beschützen es. Und die Habitat wollen uns angreifen. Na, das wäre vielleicht nicht die beste Idee. Oh, was haben wir denn da? Oh, das ist eines von den Insel-Pokémon da. Das ist doch so ein Inselwächter, oder? Boah, das ist ja richtig cool. Also storytechnisch gefällt es mir schon mal gut. Bis jetzt. Wölkin ist gerettet und wir haben unsere Ruhe. Was für ein Glück. Fast hättest du wieder deine Kraft eingesetzt. Du weißt doch, dass du das nicht sollst. Erinnerst du dich nicht mehr, wie sehr ich das beim letzten Mal geschwächt hat? Das war wahrscheinlich die Cutscene am Anfang. Ich möchte das nicht wieder mit ansehen müssen. Aber eigentlich müsste ich mich wohl bei dir entschuldigen. Damals hast du deine Kraft nur eingesetzt, um mich zu beschützen. Jetzt wäre ich an der Reihe gewesen, dich zu beschützen. Aber ich war völlig hilflos. Ja, schon. Ich muss das regeln. Ich muss das deichseln. Was hast du? Was ist denn das da hinten? Ein glitzernder Stein. Er fühlt sich ganz warm an. Okay. Oh, entschuldige. Ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich dir bin. Du hast uns sehr geholfen. Jetzt frage ich, wer sie ist. Dieser Stein, er gehört dir, oder? Die will es mir nicht sagen. Sie hat den Kopf geschüttelt und lenkt vom Thema ab. Alles klar. Das macht es natürlich sehr mysteriös. Du hast das Item Glitzerstein. Oh, ist so ein Basis-Item. Muss also sehr interessant sein. Bitte verrate niemandem etwas von Röckchen. Du würdest mir einen großen Gefallen tun, wenn du es für dich behalten könntest. Komm, geh bitte wieder zurück in die Tasche. Cosmog muss ein sehr interessantes Pokémon sein. Ich hoffe, ich sag den Namen richtig, weil ich kann den Namen normalerweise nicht so gut. Von neuen Pokémon. Also ja. Also, ich möchte nicht, dass Wölkchen noch einmal etwas zustößt. Tut mir leid, dass ich dich so überfalle, aber könntest du uns wohl zum Dorfplatz begleiten? Ich habe eh keine Wahl, die Brücke ist jetzt eingestürzt und also dementsprechend kann ich nicht viel machen, außer zurückgehen. Wollen wir los? In dem Fall ja.
Sehr mysteriös das Ganze. Ich frage mich, wie es noch ausgehen wird. Ach, skippt man den Bergpfad? Ja, wir sind direkt unten. Und der Kukui wartet schon. Hey, Samson, den Inselkönig hast du gefunden, wie es aussieht. Das war der. Also das Pokémon. Aber dafür hast du schon meine Assistentin kennengelernt. Schön. Ach, das ist seine Assistentin? Okay. Ich stelle euch einander aber gerne auch noch richtig vor. Also, das ist meine Assistentin. Das habe ich zwar schon gesagt, aber egal. Wie? Ja. Mein Name ist Lilly. Jetzt sagt sie mir, wer sie ist. Und warum davor nicht? Naja. Lilly, das ist Simpson. Er ist frisch. Er ist ganz frisch nach Alola gezogen. Um genau zu sein, ist er gestern erst hier angekommen. Wäre schön, wenn du ihm das eine oder andere zeigen könntest. So, du bist also ein Bekannter von Professor Kukui? Freut mich, dich kennenzulernen. Plötzlich so gesprächig, ja? Schaut nur, Halla, unser Inselkönig, ist zurück. Der Mann, der vom Schutzpatron auserwählt wurde. Er ist in ganz Alola für sein Talent als Pokémon-Trainer bekannt. Ach, der Dude. Der kommt mir aus den Trailern bekannt vor, irgendwie. Oder? Ja, den habe ich bestimmt schon mal gesehen. Aber der sieht richtig derpy aus. Was ist hier los? Habe ich irgendwas verpasst? Halla, wo haben sie denn bloß gesteckt? Ich bin meinen Pflichten als Inselkönig nachgekommen. Wenn es irgendwo auf Mele Mele Probleme gibt, ist es meine Aufgabe, sie zu lösen. Ich habe auf dem Weg hierher Kapuriki am Himmel gesehen. Gab es hier irgendwelche Vorfälle, während ich fort war, Lilly? Also es war Kapuriki, der uns gerettet hat. Ja, ich wollte Ihnen gerade davon erzählen, Halla. Mein kleiner Freund wurde auf der Hängebrücke von einigen Habitak angegriffen, doch dieser Junge hier ist ihm zu Hilfe geeilt. Aber dann ist die Hängebrücke plötzlich mit beiden darauf eingebrochen. Oh mein, nahe wären sie in die Tiefe gestürzt, doch der Schutzpatron hat sie gerettet. Ein braver Schutzpatron. Wow, unglaublich. Hut ab. Ah, Hut ab. Kapuriki ist zwar dem Namen nach unser Schutzpatron, aber es hilft nicht jedem. Du musst dein Herz bewegt haben. Kukui, dieser junge Mann hat viel Mut und Fürsorge bewiesen. Das muss belohnt werden. Zum Dank bekommt er sein erstes eigenes Pokémon von mir. Im Gegenzug würde ich mir wünschen, dass er den Pfad eines Pokémon-Trainers einschlägt. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Halla, der Inselkönig von Mele Mele. Willkommen in der Alola-Region. Kukui hat mir schon von dir erzählt. Es freut mich, dich kennenzulernen. Kommt, meine kleinen Pokémon. Ihr wollt ihn sicher auch willkommen heißen. Ja, die drei. Endlich. Darf ich mir endlich meinen Starter aussuchen? Hier hätten wir zuerst Bautz, ein Pokémon vom Typ Pflanze. Und Flug. Das ist ja voll cool. Als nächstes darf ich dir Flamiao vorstellen, ein Pokémon vom Typ Feuer. Auch eine coole Animation, aber die von Bautz, top, glaube ich, nix. Und zu guter Letzt hätten wir noch Robball, ein Pokémon von Typ Wasser. Okay, nee, Bautz, top, nix. Wenn das sich so dreht, das ist ja richtig geil. Ich darf eines nehmen, ne? Welches Pokémon wählst du? Ja, die Frage der Fragen, welchen Starter nehmen wir? Ich habe überlegt und bin schlussendlich zu dem Entschluss gekommen, dass wir das Feuer-Pokémon nehmen, nämlich Flameow. Und zwar aufgrund der Endentwicklung des Typ, der Typ der Endentwicklung. Feuer und Licht wird es später mal und das will ich mir auf keinen Fall entgehen lassen und deshalb ist Flameow unser Starter. Fällt deine Wahl auf das Feuer-Pokémon Flameow? Ja, auch wenn der deutsche Name immer noch scheiße ist. Du hast dich für Flameow entschieden. Auch wenn es immer noch so aussieht, ist jetzt kein Bock auf mich. Es handelt sich allerdings erst um eine wahre Partnerschaft, wenn der Partner, den du dir ausgesucht hast, auch dich auserwählt. Und das heißt jetzt genau? Gibt es jetzt so eine Art Ritual? Dann wollen wir mal sehen, ob Flameow dich als Partner anerkennt. Es ist eine Katze, gib ihm ein bisschen Futter und dann wird es schon zufrieden sein. Flameow schaut dich prüfend an.
schaut mich nicht mehr an. Ich habe das Gefühl, es will mich nicht. Und? Also ja, okay. Es ist glücklich. Also es hat mich auserwählt. Wow, perfekt. Wird wahrscheinlich immer so passieren, aber wüsste nicht, was man machen müsste, damit das nicht passiert. Du hebst Flamiao liebevoll hoch. Miau. Übrigens liebe ich Katzen, also von dem her ist das perfekte Pokémon für mich. Das Feuer-Pokémon Flamiao zuckt mit der Nase. Oh, Flamiao hat dich als Partner akzeptiert. Jetzt, wo ihr euch gegenseitig auserwählt habt, seid ihr zwei für immer Freunde. Ja, perfekt. Und ich will ihm Spitznamen geben. Und zwar werde ich das Pokémon nach mir selber benennen. Das mache ich immer mit dem Starter, egal was passiert. Das wird mein eigener Name, auch wenn ich ihn nicht Simpson nennen werde, sondern einfach ganz stumpf nach meinem YouTube-Namen. Den Simpson haben wir schon und deshalb nennen wir es Simtensen. Sollte klar gehen. Die restlichen Pokémon, ich habe mir ja schon ein Team zusammengestellt, Kollegen. Das solltet ihr wissen, ich weiß, was ich nehmen werde. Ihr wisst es nicht, ihr wisst es erst, wenn ich es dann zufälligerweise finde. Denn ich weiß nicht, wo ich sie finde, die Pokémon. Aktive Zuschauer werden belohnt, indem sie Pokémon werden. Möchte ich nur mal gesagt haben. Simtensen wurde in ein Team aufgenommen. Woo. Ich will kämpfen, unbedingt. Flamiao also, ja? Piu! Warum bist du schon wieder so zappelig? Solange Halle und der Professor in der Nähe sind, bist du sicher. Aber das ist nur eine Ausnahme. Du musst immer brav in der Tasche bleiben, ja? Ich denke, du hast eine gute Wahl getroffen. Bitte pass immer auf dein Pokémon auf. Werde ich. Klasse, Simpson. Ab heute kannst du dich Trainer nennen. Und zu diesem Anlass bekommst du für mich ein kleines Geschenk. Bitte Pokebälle. Oh, Pokédex. Den brauchen wir ja auch noch. Der Pokédex ist ein ausgeklügeltes Gerät, das automatisch Einträge für alle Pokémon erstellt, die du auf deiner Reise triffst. Dein neuer Partner Flamiao wurde bestimmt auch schon registriert. Wirf ruhig mal einen Blick darauf. Und dann habe ich noch einen Trainerpass für dich vorbereitet. Aber ich würde sagen, du solltest schnell nach Hause gehen und deiner Mutter deinen neuen Begleiter vorstellen, meinst du nicht? Oh ja, das kann ich gern machen, aber zuerst schauen wir uns unser Pokémon, den Pokédex und das ganze Layout an. Fangen wir mit dem Pokédex an. Alola Pokédex, Mele Mele Pokédex. Okay, das heißt, sie machen den Pokédex nach Inseln. Also es gibt den gesamten Alola Pokédex und nach Inseln sortiert. Das finde ich sehr praktisch. Wo gab es das noch? In X und Y gab es den Küstendex, den Gebirgsdex und den normalen, sag mal normalen Dex. Man sieht jetzt auch eine Prozentanzeige, wie viel Pokémon man gefangen hat. Ich schaue mir mal kurz beide Decks an. Da ist Flamiao Nummer 4. Logisch, müsste es auch beim anderen sein. Ja. Ah, sieht aber ein bisschen anders aus, der Mele Mele Dex. Ist halt nach Inseln geordnet, ne? Dürfte logisch sein. Schauen wir uns mal hier das Layout an im Team. Oh ja, das gefällt mir ziemlich gut, die Formen. Vom Pokémon, von dem, wie soll ich jetzt sagen, von der Umrandung. Die Form gefällt mir ziemlich gut. Schon mal in den Bericht rein. Okay, wir haben hier anscheinend die EVs oben, was auch ziemlich praktisch ist. Darauf achte ich nicht im Offline-Play. Aber online wird das ganz interessant. Wesen zart. Joa. Müsste nicht irgendwo stehen, was denn nun die das Wesen bringt. Sieht man das nirgends? Es scheint nämlich tatsächlich so, als würde man nicht sehen, was das Wesen bewirkt. Und das habe ich eigentlich immer ziemlich praktisch gefunden. Oder ich sehe es gerade nur leider nicht, aber es sieht so aus, als würde man es nicht sehen. Auf jeden... Wobei, doch, man sieht es. Ich sehe es jetzt gerade erst, weil alles grün ist, außer Spezialverteidigung und Verteidigung. Also Verteidigung fällt und Spezialverteidigung steigt. Okay. Das ist gut zu wissen.
habe ich das auch schon rausgefunden. Und die... Oh, nee, ich wollte noch den Beutel anschauen. Die Statuswerte sind cool vergeben in diesem Kreis. Ist auch mal was Neues. Und der Beutel gefällt mir auch gut. Der hat auch ein cooles Layout und einen coolen Hintergrund. Und was ist denn diese Poképause? Schauen wir uns an, nachdem wir uns den Trainerpass angeschaut haben. Sieht auch sehr interessant aus. Okay, da werden wahrscheinlich wichtige Ereignisse reinkommen, denke ich mal. Sonst kann ich mir das nicht erklären, was da sonst reinkommt. Was ist denn die Poképause? Ach, das ist dieses Zeug da, wo ich die Pokémon pflegen kann. Okay, das ist nicht meins. Absolut nicht meins. Darauf werde ich wahrscheinlich eher verzichten. Aber ja, muss man nicht, ne? Ach, es gibt zwei. Okay, dass es zwei Menüs gibt. Zwei Seiten vom Menü ist auch mal was Neues. Muss aber nicht schlecht sein. Muss ich auf Veränderungen einstellen. Oh. Hey du, hast du Lust auf einen Pokémon-Kampf? Hoho, nicht so voreilig. Bevor man jemanden zum Pokémon-Kampf herausfordert, sollte man sich vorstellen. Kommt einfach hin und will kämpfen. Das habe ich doch glatt vergessen. Also, ich bin Tali, der Enkel von Inselkönig Hala. Mein Partner Pokémon ist Bautz. Nein, warum hat er denn das... Warum hat er denn den schwächeren Starter gegenüber uns? Ich fand es immer voll gut, dass die immer den stärkeren hatten. Aber naja, kann man nichts machen. Mensch, der Flameow sieht aber auch total cool aus. Ich sag danke. Wie gesagt, wir müssen unbedingt endlich gegeneinander kämpfen. Ehrlich gesagt habe ich dich schon überall gesucht, weil ich einfach nicht warten konnte. Ich schaue mir Kämpfe nur sehr ungern an. Ich mag es einfach nicht mit anzusehen, wenn Pokémon sich verletzen. Aber ich werde dich anfeuern. Hui, das wäre dann dein erster Pokémon-Kampf. Ganz schön aufregend. Denk immer daran, dass die Wahl der ersten Attacken über Sieg und Niederlage entscheidet. Ich hoffe, du nimmst die Herausforderung meines Enkels an. Wenn ihr beide euer Bestes gebt, könnte das ein wahrlich fesselndes Duell werden. Die Mucke ist auch cool. Und unser erster Kampf... Achso, müssen wir zuerst mit ihm reden. Natürlich machen wir das. Komm schon, sag ja! Der Sieg wird mein sein, auf jeden Fall. Spitze! Oh, das wird großartig! Alles klar, auf in den Kampf. Los geht's! Und die Kampfmucke? Die hat was. Die Animationen sind auch sehr gut gemacht. Pokémon-Trainer Tali fordert dich heraus und das ist unser erster Kampf. Setz Bautz ein. Gut, damit müssen wir jetzt wohl klarkommen, ne? Boah, aber die Kämpfe sehen sehr gut gemacht aus. Und ich liebe... Ich muss das jetzt schon sagen, ich habe ja die Demo gezockt. Ich liebe das Layout unten. Es ist unglaublich, ich mag das so gern. Wir können schon Glut. Gut, okay, dann haben wir eh schon gewonnen. Wir sind auch schneller, dachte ich mir, wenn wir schon... Oh Gott, das zieht... Ein Volltreffer. Instant. Einfach instant ein Volltreffer. Sollte da nicht dabei stehen, dass es sehr effektiv ist oder so? Naja, nochmal Kratzer. Müsste reichen. Tut's auch. Wir waren ja ein leichter erster Kampf, aber wir hatten auch Typvorteil. Sollten ein Level bekommen. Bekommen wir auch. Level 6. So. Unsere KP steigen um 3. Ich versuche jetzt schon herauszufinden, was genau wir... Okay, dass die Spezialverteidigung nicht steigt, wundert mich, weil eigentlich haben wir ein Wesen, das die Spezialverteidigung pusht. Oder? Naja. Oh, wow! Da haben wir unseren ersten Kampf souverän gewonnen, ne? Aber ist aber möglich zu verlieren. Wow, du hast echt drauf, Simpson. Das war doch dein Name, oder? Der Flameow ist so cool. Der Rivale gefällt mir. Der ist richtig sympathisch. Alles klar, morgen beim Fest gebe ich alles. Was ist... Okay. Nanu, Simpson. Dürfte ich den Glitzerstein, den du hast, mal kurz sehen? Jo, den habe ich von Ding bekommen. Oder halt, der war halt vorher da, nachdem Kapuriki erschienen ist. Oha, das ist ja ein... Opi, ist dieser Stein etwa? Sagen wir es dem, Kapuriki hat dich gerettet, richtig? Ja. Ich verstehe, du wurdest also nicht nur gerettet, sondern hast auch den Stein erhalten. Ich habe das Gefühl, es war Schicksal, dass du nach Alola gekommen bist, Simpson.
Wenn du nichts dagegen hast, würde ich den Stein für eine Weile an mich nehmen. Keine Sorge, du bekommst ihn gleich morgen wieder zurück. Du hast eindeutig Talent als Trainer. Deshalb würde ich dir dringend ans Herz legen, morgen an unserem Fest teilzunehmen. Okay. So, Simpson, Zeit zurückzugehen. Ich begleite dich noch bis nach Hause. Lilly, du kommst am besten auch mit. Wir wollen schließlich nicht, dass dein kleiner Schützling in Schwierigkeiten gerät. Da haben Sie recht, Professor. Ich werde gut auf Wölkchen aufpassen. Der ist schon wieder da hinten irgendwo. Hast du vergessen, was ich gesagt habe? Du sollst doch in der Tasche bleiben. Oh, dieses Pokémon wird uns, glaube ich, noch viele Schwierigkeiten bereiten. Wir sind wieder zu Hause, Mutti. Da bist du ja wieder, Simpson. Und, welches Pokémon hast du bekommen? Los, zeig schon. Dann Flammiau, schau mal. Musste sich mit Mauzi vertragen. Wow, das ist ja ein tolles Pokémon. Und warum hast du dich für dieses entschieden? Weil es halt wirklich süß ist. Aber cool in der letzten Entwicklung, aber jetzt, weil es süß ist. Dann hast du genau die richtige Wahl getroffen. Dieses Pokémon ist nämlich süß und cool. Okay, also, egal was man aussieht. Ihr passt wirklich wunderbar zusammen. Das zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Mäups. Ist echt cool. Ich mag Flammiau jetzt schon. Ich wurde geheilt gerade. Glaube ich, dass das der neue Sound ist, ne? Ja, am nächsten Tag. Ja, was für ein Sonnenuntergang. Aber jetzt packe ich besser wieder ein paar Kartons aus. Es klingelt wieder. Also Kukui wird wahrscheinlich wieder einfach so reinkommen. Ich soll aufmachen. Ja, aber wer vor der Tür ist? Das erfahren wir erst im nächsten Part. Der ist jetzt nämlich schon lang genug. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein bei Pokémon Sonne. Bis dahin. Und ciao.